So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar diese zwei Dosen, wo ich nicht mal weiß, was das ist. Da steht Barleys Basil und Barleys Cosmo, pur oder zum Mixen. Zum Mixen habe ich nichts. Das ist einmal Barleys mit Basilikum Ingwer und das ist einmal Barleys mit Cranberry Rosmarin. Jetzt müssen wir das nochmal irgendwie so halten. Für das Thumbnail irgendwie. Und mal gucken, was das ist. Hier steht Erfrischungsgetränk Cranberry mit Rosmaringeschmack. Zutaten Wasser, Fruchtsüße aus Johannisbrot und Apfelsaftkonzentrat. Cranberry-Saft aus Cranberry-Saftkonzentrat. Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Rosmarinextrakt, natürliches Aroma, Softdrink. Und hier Fruchtsüße auch aus Johannisbrot, also das ist irgendein Zitrus-Softdrink und ein Softdrink-Cranberry, das ist irgendwelche komischen Wellnessgetränke, ganz besondere Sachen. Die hat Shania damals in einem Paket geschickt, im Geburtstagspaket. Deswegen möchten wir die jetzt mal öffnen, mal kurz probieren, wie die schmecken. Und dann vielleicht beide zusammenmischen in einen Napf und mal zusammen probieren. Jetzt habe ich schon wieder das NetGhost-Gläschen vergessen. Ich mache mal kurz diesen hier, tu das mal hier rein. Damit man mal sieht, wie das aussieht. Das ist also leicht rosa. Ihr seht das vielleicht jetzt hier unten. Eine leicht rosane Note. Ja, ich glaube, das hat so gar keinen Sinn. Ich muss mal das NetGhost-Gläschen holen. Das habe ich jetzt wieder vergessen. So, merkt euch also, wenn ihr was testet, dann immer das NetGhost-Gläschen von Berliner Luft. Das machen wir jetzt einmal voll. Bis zu 4 Zentiliter, denn hier seht ihr ja genau die Farbe, wie das ausschaut, ne? Das sieht auf jeden Fall herrlich aus. Das hat eine schöne, rosane, zarte, blumige Farbe. Es ist jetzt bei, es ist nicht bei 4, es ist irgendwo dazwischen. Das ist, jetzt noch mal schauen, Barleys Cosmo mit Cranberry Rosmarin. Ich habe keine Ahnung, wie Rosmarin schmeckt. Deswegen sage ich mal, es schmeckt nach Cranberry, denn es hat irgendwie eine leicht bittere Note. Ja, kann man trinken. Wäre jetzt aber nichts für mich, was ich mir unbedingt nochmal holen müsste. Basilikum Ingwer, da hoffe ich jetzt, dass da ein bisschen Schärfe reinkommt. Cranberry ist halt... Ich trinke auch keine Cranberry Energy Drinks oder Cranberry Dings, Cranberry Saft. Das ist mir alles immer viel zu säuerlich. Ingwer ist gut. Ingwertee geht ja mal immer. Füllen das mal hier rein. Das ist nicht rosa, das ist grün. Richtiges, schleimiges Kanalgrün. Also wenn ihr irgendwo abgestandenes Wasser habt, was schon total zugeschleimt habt. Wenn euer Planschbecken im Garten wieder mal zugewittert ist, sieht das vielleicht auch so aus. Ist auf jeden Fall eine interessante Farbe. Riecht auch mega eklig. Basilikum, Ingwer, Basil. Ja gut, hauen wir mal rein, gucken wir mal. Oh. Also ich muss sagen, das Cranberry ist nix. Das ist richtig widerlich, aber obwohl das widerlich ist, zieh's trotzdem den Cranberry vor, weil das halt einfach so besonders ist. Es könnte auch ein Hanfdrink sein, Hanf-Cola, ohne Cola, nur mit Hanf, sonst was. Dieses extreme Basilikum, kräutermäßige, richtig stark vertreten, Ingwer mit dabei, also... Das ist auf jeden Fall sehr speziell. Keine Ahnung, wer sowas freiwillig trinkt und sich immer kauft. Keine Ahnung, wie die überhaupt sich halten können oder wie die auf die Idee kommen, sowas herzustellen. Wir füllen jetzt mal das hier rein. Das Rosane, das müsste eigentlich, oder? Ich glaube, es ist die ganze Dose. Wie viel ist denn in der Dose? In der Dose sind zwei... Ach so, das sind ja nur 250 Milliliter. Das heißt, ich kann sowieso die ganze Dose hier reinfüllen. Es ist nicht 0,3, das ist 0,2. Deswegen ist da jetzt so wenig drin. Wo jetzt das Grüne noch dazukommt, wir das noch einfüllen und dann mal schauen, dass wir ein oranges Getränk haben, was wir zu uns führen können. So habe ich wenigstens nicht diesen komischen Cranberry-Geschmack.
und der andere ist vielleicht auch jetzt ein bisschen besser, weil es verteilt ist. Jetzt sieht die Farbe doch super interessant aus. Das ist jetzt also Basilikum Ingwer Rosmarin Cranberry Drink für den Abschluss. Ich würde sagen, erinnert mich an Kästus seinen Besuch, da hat es auch immer so gerochen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Fallout, euer Ramses. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal Baileys gesehen? Habt ihr schon mal Baileys getrunken? Ich glaube, zum Mixen wäre das vielleicht wirklich besser, wenn du so einen Mojito hast. Der ist ja auch so extrem minzig, aber mit Alkohol. Das würde dafür passen, einfach da irgendwie irgendwelche Cocktails damit zu machen. Ich kann es nicht. Ich habe es jetzt gekannt. Am besten hätte ich es nicht gekannt. Ich brauche es nicht mehr. Dankeschön trotzdem für das Tasting. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Man.